Meine sehr geehrten Damen und Herren, die CeBIT zeigt ihre Kompetenz als IT-Sektor, Hardware, Software, digitale Dienste und Infrastruktur. Und ich biete Ihnen die Zusammenarbeit mit der Europäischen Union an. Ich glaube, dass eine Antwort auf die digitale Revolution die Europäisierung der digitalen Politik werden muss. Dass eine Antwort auf den globalen Markt und den Wettbewerb eine Digitalunion Europas werden muss. Und deswegen arbeiten wir an der Europäisierung digitaler Politik. Und es geht nur mit der Wirtschaft, mit dem Nutzer digitaler Dienste und es geht nur mit Deutschland, der noch immer größten Volkswirtschaft in der Europäischen Union. Und deswegen wollen wir die Kommission in diesen Tagen auch mit der deutschen Bundesregierung und der deutschen Wirtschaft die Frage besprechen, was sollte man europäisch lösen? Wofür sollte Brüssel, Parlament, diese Herrn Bütikofer aus dem Europäischen Parlament, Kommission und Rat, wir hauptverantwortlich sein? Und umgekehrt, wo erwarten Sie die Wirtschaft und die deutsche Politik, dass sich Europa nicht einmischen sollte? Oder dass sich die Politik generell nicht einmischen sollte? Wo erwarten Sie Nichtregulierung oder Deregulierung statt europäische oder nationale Regulation? Wir haben als Europäische Union vier Säulen: den Frieden, die Friedensunion, die Wertegemeinschaft, die Währung und den Binnenmarkt. Und wir haben für 510 Millionen Menschen, noch immer einer der großen Marktplätze der Welt, einen vollendeten Binnenmarkt für Waren und Güter, für PKWs, Maschinen, Chemie, Elektrotechnik, Bankdienstleistungen, Humandienstleistungen, aber nicht für digitale Dienste. Wir haben keinen digitalen Binnenmarkt. Und wir glauben, dass die Vollendung, die Schaffung eines digitalen Binnenmarktes ein entscheidender Vorteil für alle Akteure sein kann. Nehmen Sie einmal unser Partnerland und den härtesten Mitbewerber. Nehmen Sie die USA. 330 Millionen Menschen, also kleiner als wir, aber nicht fragmentiert. Eine Weltsprache, keine Grenzen innerhalb des amerikanischen Marktes, einmal Datenschutz, ein Standard, eine Lizenzierung für neue Dienste, für eine App, ein neues Produkt. Während ein Entrepreneur, ein Unternehmer, ein Existenzgründer, der in Berlin oder Stockholm, in London oder Paris oder in Karlsruhe entsprechende Dienste entwickelt, digitaler Anbieter werden will, 28 Lizenzen braucht. Von Portugal bis Lettland, von Irland bis Griechenland. Er muss 28 Rechtsanwälte beauftragen, damit er weiß, welche Datenschutzregeln gelten. Das heißt, viel Bürokratie, hohe Kosten, Zeitverlust, die Marktpotenziale des europäischen digitalen Binnenmarktes werden derzeit nicht genutzt. Wir arbeiten noch immer in 28 fragmentierten Silos mit vielen Nachteilen für alle Beteiligten. Ein weiterer Punkt kommt hinzu. Nationale Regeln werden immer stärker global nicht mehr respektiert. Ein nationales Datenschutzgesetz wird von Google, Facebook, Apple nicht respektiert. Oder man geht in den Mitgliedstaat, in dem die Datenschutzregeln am geringsten ausgeprägt sind oder die Datenschutzkontrolle nicht wirklich funktioniert und saugt von dort die Daten Europas ab und kümmert sich nicht, wenn man meinetwegen in Dublin sitzt, um den deutschen Datenschutz. Aber die Daten aus Deutschland sind wertvoll, man verwendet sie. Und deswegen der europäische Binnenmarkt, 510 Millionen Menschen, ein digitaler Binnenmarkt und daneben ein europäisches Datenschutzrecht oder europäische Datensicherheit oder europäischer Urheberrechtsschutz in der digitalen Zeit sind zwei Seiten
einer dann werthaltigen Medaille. Wir arbeiten auf eine europäische Digitalunion hin, die dann ein leistungsfähiger Partner für die USA, Südkorea, China, Indien und andere Spieler in der Welt werden kann. Und deswegen, wie sieht die Tagesordnung der Europäischen Union zur Europäisierung der digitalen Politik aus? Erstens, in unserem 7-jährigen europäischen Haushalt haben wir mehr Forschungsmittel als jemals zuvor für Forschungsprojekte gemeinsam mit der Industrie in Europa aufgebaut. Diese Forschungsmittel bieten wir jedem, der Projekte kofinanziert sehen will, der glaubt, dass er bahnbrechende Ideen hat in den nächsten Jahren bis 2020 an. Zweitens, wir glauben, dass die digitale Infrastruktur europäisch grenzüberschreitend entwickelt werden muss. Die nationalen Gebietsgrenzen entsprechen nicht den Wirtschaftsräumen. Das heißt, entlang der grenzüberschreitenden wirtschaftlichen Beziehungen braucht man auch eine digitale, grenzüberschreitende Kommunikation, muss deswegen das Breitband, muss die Infrastruktur grenzüberschreitend gleichermaßen leistungsfähig sein. Mit unserer Telekom Single Market Directive, die jetzt zwischen Parlament und Rat endlich beraten wird, schaffen wir Regelungen für das Thema Roaming, das heißt für Gebühren der Kommunikation, für eine europäisch einheitliche Definition von Netzneutralität und streben wir auch zunehmend die europäische Koordinierung von Frequenzauktionen grenzüberschreitend an. Ich sage es einmal historisch betrachtet. Die nationalen europäischen Gebietsgrenzen stammen von Napoleon und dem Wiener Kongress danach. Nach dem Ersten Weltkrieg von Versailles, nach dem Zweiten von der Konferenz von Jalta. Napoleon hat von digitaler Kommunikation und der Globalisierung digitaler Dienste noch nicht viel gewusst. Das heißt, die nationalen Gebietsgrenzen sind willkürlich und haben eigentlich für Regulation und Standards und für Gesetzgebung nicht die notwendige Dimension. Wir wollen in diesem Jahr für das Thema eines digitalen Urheberrechtsschutzes und eines digitalen Urhebervertragsrechts einen Gesetzgebungsvorschlag machen, weil wir glauben, dass die digitale Welt europäische Regelungen zwischen Netzgemeinde, zwischen Forschung, Bibliotheken einerseits und Urhebern geistiger Arbeit andererseits, den Transporteuren und Verlegern in der Mitte benötigt. Wir brauchen eine faire Balance. Und dann geht es darum, und da ist vielleicht die CeBIT der geeignete Ort, Werbung zu machen für IT-Berufe, für IT-Studienplätze, für Weiterbildung für jeden in der Realwirtschaft. Europa hat derzeit einen Bedarf von 150.000 zusätzlich neuen IT-Spezialisten in unserem Arbeitsmarkt, Jahr für Jahr on top. Und der Maschinenbautechniker, der am Fließband Fahrzeuge erstellt, der Elektrotechniker, der Chemiker, der Bankkaufmann, der Buchhändler, alle brauchen digitale Weiterbildung, wenn ihr Arbeitsplatz eine Perspektive behalten soll. Wir brauchen einen Weiterbildungsschub in der Erstausbildung während des Studiums und in der beruflichen Qualifikation während der Lebensarbeitszeit. Viele Themen, die nur europäisch gehen, aber nicht alles muss man europäisch zentralisieren. Und deswegen will ich auch hier der IT-Wirtschaft und der Realwirtschaft, der Industrie und dem digitalen Sektor die Frage stellen und das Angebot machen: Wir sind bereit zur Europäisierung digitaler Standards, digitaler Gesetzgebung. Sagen Sie uns, wo Sie glauben, dass Europa die Größenordnung werden muss und umgekehrt, wo sich Europa zurückhalten soll und wo die Politik handeln muss und umgekehrt, wo die Politik besser nicht handelt und Marktkräfte und intelligente Köpfe für die weitere Entwicklung
freien Raum benötigen. Wir werden mit einem Investitionsplan auf europäischer Ebene gemeinsam mit der Europäischen Investitionsbank milliardenschwere Programme auflegen, um den Ausbau von Breitband, von Glasfaserkabeln, von Infrastruktur zu beschleunigen. Wir brauchen jetzt einen Investitionsschub für eine leistungsfähige, grenzüberschreitende, paneuropäische digitale Infrastruktur. Darum geht es. Und auch dies ist ein Angebot an die Mitgliedstaaten und an die Telekomwirtschaft, dass wir dort, wo sich entsprechende Investments marktwirtschaftlich nicht rechnen, dies kofinanzieren oder Risiken minimieren oder Darlehen vergeben, damit der Ausbauplan für eine leistungsfähige Netzarchitektur in Europa schneller und besser als bisher vorgesehen gelingen kann. Besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Gerne biete ich für die Europäische Kommission auch im Nachgang mein Interesse am Gespräch mit der europäischen Ebene an. Kommen Sie auf uns zu. Wir sind erreichbar. Die Digitalisierung Europas, eine Digitalunion, ist ein Schwerpunkt der Juncker-Kommission und wird in den nächsten 4 Jahren auf der Agenda Europas mit Sicherheit ganz oben stehen. Helfen Sie mit. Vielen Dank.